So, hast keine Zeit heute, ne? Weihnachtsstress, ne? Ja, okay. Kurze Übung gegen Weihnachtsstress. Bist du dabei? Ja? Gibt viele Übungen gegen Stress. 5 Übungen des Wudang-Qigong ist das Allerbeste. Wenn du die noch nicht kannst, Link unten in der Beschreibung. Gratis, 5-Tage-Kurs, alle 5 Übungen. Aber das ist für 20 bis 30 Minuten am Tag. Hast du beim Weihnachtsstress nicht immer? Daher jetzt eine schnelle Übung, die du nicht nur zu Hause im Übungsraum, sondern auch unterwegs relativ gut machen kannst. Alles, was du dazu brauchst, sind deine beiden Hände. Und es ist ein kurzes Reset. Ich empfehle dir, diese Übung in einem abgetrennten Raum zu machen, zum Beispiel auf einer Toilette oder in einer Toilettenkabine, wenn du unterwegs bist. Zu Hause, allein im Wohnzimmer, überall. Es geht überall. Aber wenn es so stressige Momente sind, wo du merkst, so, ich habe jetzt auch nicht eine Stunde Zeit, um eben mal zu mir zu kommen, aber aufs Klo gehen, das sollte dann doch ab und zu mal möglich sein, auch in den stressigsten Momenten. Nimm dir beim aufs Klo gehen die Minute Zeit und üb diese Übung. Und zwar, ich gehe mal in die Klohaltung für dich. Das heißt, wir sitzen jetzt hier gemeinsam auf dem Thron, ja? Und es kann auch sein, dass du in Wirklichkeit gar nicht aufs Klo musst, aber nimm dir die Zeit trotzdem. Oder du gehst halt aufs Klo, klar, hast deine Geschäfte erledigt, aber du bleibst noch ein Minütchen länger und schließt deine Laugungpunkte. Die Laugungpunkte als Erinnerung nochmal sind in der Handinnenfläche. Wir sprechen sie aber an, in diesem Fall über den Ringfinger. Wenn wir die Hände zu Fäusten formen, dann drücken die Ringfingerspitzen ja in die Handfläche. Ich zeige das mal so da, wo die reindrücken, wo die von ganz von selbst, wenn du die Hände zur Faust ballst, wo die Ringfinger reindrücken. Dieser Punkt, das ist nicht exakt der Laugungpunkt, aber damit wirken wir auf den Laugungpunkt ein. So. Und diese Hände, diese Fäuste nimmst du in die sogenannte Kaiserhaltung. Das heißt, du sitzt aufrecht, nicht so, nicht so. So kannst du auf dem Klo normal schon gern sitzen, aber nicht bei dieser Übung. Da brauchen wir dich aufrecht. Sitzt du in der Kaiserhaltung und dann atmest du immer abwechselnd einen Atemzug in diese Fingerspitze rein und baust beim Einatmen Druck auf. Das heißt, du kannst ja die Faust mehr unter Druck setzen oder sogar nur den Ringfinger mehr in die Handfläche drücken und weniger. Und wir beginnen mal mit ganz lockerem Druck, dass die Fingerspitzen eher so und die Ringfingerspitzen mehr auf der Haut liegen. Keine starke Faust, ganz locker. Und mit der Einatmung, ich fange mal an mit der von mir aus linken Seite, also auch deine linke Seite, dass du beim Einatmen durch die Nase den Druck erhöhst vom Ringfinger und diesen Punkt drückst. Aber du gehst nur bis 50%. Du drückst nicht so stark du kannst. Und wenn du nicht sicher bist, drück einmal so stark du kannst, damit du weißt, ah, okay, das sind 100%. Dann mal wieder ganz weg. Und dann probier jetzt mal mit mir zusammen, was wären dann so ungefähr 40 bis 60% vom Druck? Den Druck brauchen wir. Und den ersten Atemzug tief und lang durch die Nase ein, baust du den Druck auf bis 40, 50%. Und mit dem Ausatmen durch den Mund, geräuschlos ausatmen, löst du den Druck wieder. Dann zweiter Atemzug, die rechte Hand. Auch mit dem Einatmen genau das Gleiche, den Druck aufbauen, einatmen tief durch die Nase, ausatmen geräuschlos durch den Mund und dabei den Druck wieder lösen. Und das machst du auf jeder Seite dreimal. Ganz einfache Übung. Ich mache nur am Schnelldurchlauf. Erster Atemzug. Ein anspannen, aus entspannen. Erster auf der rechten Seite, ein aus. Dann zweiter Durchgang, ein Atemzug ein und aus, ein Atemzug ein und aus. Und der dritte Durchgang, dritter Atemzug ein und aus. Das heißt, es sind insgesamt nur 6 tiefe Atemzüge. Das ist je nachdem, wie tief dein Atem ist, sollte das eine Dreiviertelminute bis 1,5 Minuten höchstens sein, wenn du wirklich sehr tiefe Atmung hast. Aber es ist so eine klassische 1-Minuten-Übung, mit der du wirklich ganz schnell dein Herz kalibrierst, deinen Geist ins Gleichgewicht bringst, mal tief durchatmest, auch Weihnachtsstress oder Ärger und Frust mal wirklich ganz spontan loslassen kannst mit dieser Übung und dann wieder sehr viel erfrischter und auch vor allen Dingen besser gelaunt wieder zurückkehrst ins Weihnachtszimmer zur geliebten Familie. Also, in dem Sinne, alles Gute dir.
und eine stressfreie Weihnachtszeit. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.